Moin moin meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Far Cry 4. Wir sind das letzte Mal hier gewesen und haben hier so, ja, so ein kleines bisschen, ja, ein paar Wölfchen umgebracht mit Pfeil und Bogen. Sind hier am Häuten und der kann das immer noch nicht ab. Tibet-Wolfsfell bekommen. Ist doch das Schönste, was du bekommen kannst, Jung. Was willst du noch mehr? Kerles, ey. Schlimm. Hier haben wir noch mehr. Okay, den hier können wir aber noch durchsuchen. Ein Silberarmband bekommen. Und wir gehen mal hier wieder aus der Hocke raus, damit wir schnell gehen können. Ich weiß, ich könnte auch fahren, aber was bringe das denn bei diesem wunderschönen Spiel? Die Kulisse sowas von... Ja, die Kulisse sowas von unterschätzt zu lassen hier. Es wäre ja nicht gerade wunderschön. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ah, super. Anstatt wir fahren, gehen wir hier durch. Und ich habe mir gedacht, ich werde ja, Far Cry nur noch alle 2 Tage bringen und werde dann noch so ein anderes Projekt mit hinzufügen. Das kann man nicht mehr häuten. Das ist schade. Und werde mich dann damit begnügen, dann noch ein anderes Projekt mit reinzubringen, da wo ich halt nicht so viel für die Thumbnails machen muss. Das ist das einzig Gute dabei. Also bitte nicht wundern, wenn es dann halt nicht so ist, dass man dann jetzt mehr davon halten muss. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Okay. Habe ich jetzt auch wieder... AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus zickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Hier ist Rabbi Ray Rana mit ein paar Weisheiten für meine Zuhörer. Okay, was haben wir denn hier? Wo haben wir denn jetzt hier diesen Longius? An Fähigkeiten. Okay, nicht genügend davon. An Herstellung. Waffengurt können wir uns herstellen. Okay. Karte. Den Filter. Amita, Sabal, Goldener Pfad, Badrahuk. L ist Longius. Es
Es lässt sich nicht abstreiten, dass wir hier einen Führer haben. Aber ich habe eine Theorie, Leute. Ich glaube, wir sind gemein zu Tieren, weil das verdammte Arschlöcher sind. Nein, nein, anders! Es liegt daran, dass viele hier an Wiedergeburt glauben und es gleichzeitig viele Arschlöcher gibt. Und, versteht ihr, was ich meine? Wir sind selbst Arschlöcher. Dann töten wir Tiere und kommen zurück als Tiere. Das ist der verrückte Kreislauf des Lebens. Arschlöcher zeugen Arschlöcher. Denkt mal nach, wie kaputt wir hier in Führern sind. Wir sind so nah dran, dass wir sogar Tiere töten, weil die Chance besteht, dass sie die Reinkarnation einer Person sind, die wir irgendwann mal nicht mochten. Einmal habe ich eine Ziege gesehen und die hatte Augen wie meine Ex-Freunde. Also habe ich sie umgerechnet. Und nur aus Rache aß ich ihr Fleisch. Ich bin Vegetarier, aber ich aß ihr Fleisch. Es hat wie meine Ex-Freunde geschmeckt. Nach Belanglosigkeit und Missgunst. Oh, und es schmeckte wie nun da. Ja gut, komm. Dann laufen wir lieber den Weg. Das ist mir noch ein kleines bisschen zu weit, ey. Und auch nur die hakelige Steuerung. Okay, dann wollen wir hier doch mal so ein kleines bisschen helfen. Wir helfen gerne. Okay, jetzt aber mal gucken. Entschuldigung, hast du mal kurz Zeit für mich? Meinst du mich? Kann mir das einer erklären? Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ist das ein Dachs? Ein Dachslauf! Okay, aber ich versuche hier immer noch herauszufinden. Alles klar, das haben wir bisher dann wohl nicht. Okay, das wollte ich jetzt halt nur wissen. Grünes Blatt. Daraus kann man bestimmt einen wunderbaren Tee zaubern. Oh, hier liegt jemand. Hier liegen zwei. Einen Teebeutel. Ich bin voll. Ich bin tatsächlich voll.
Da haben wir einen Dachs getötet. We have killed a Dachs. Ja, wir müssen aber trotzdem immer noch zu Longinus hin. Und das ist noch ein ziemlich harter und weiter Weg, aber wenigstens haben wir jetzt erstmal hier was da zu bekommen und werden uns da dann jetzt erstmal die Waffe holen. Und ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich so ziemlich arg leise bin oder ruhig bin, aber ich bin von diesem Spiel einfach nur mega geflasht. Ach ja, was ich noch sagen wollte, das zweite Projekt wird ein Spiel sein, was etwas älter ist, aber dafür auch seinen Charme immer noch nicht verloren hat. Na ihr? Ach scheiße, das ist völlig im Arsch. Wir müssen was getroffen haben. Entspann dich. Der goldene Pfad hat dieses Gebiet unter Kontrolle. Ja, natürlich entspanne ich mich. Ich möchte aber auch noch schon noch dahin kommen, bevor es dann grundsätzlich zu Ende ist. Tag. Damit ich das nämlich hier noch so habe. Und dann gucken, was uns Longinus so zu sagen hat. Und dann muss ich auch schon wieder die nächsten Projekte oder die anderen Projekte mit aufnehmen. Okay, dann rennen wir da jetzt mal hin. Ich muss echt noch mit der Steuerung klarkommen hier. Und das ernsthaft. Na dann Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, Freund. Hallöchen Longinus. Priester und Waffenhändler. Alter. Na gut, gehen wir mal rein, da wo es nicht so laut ist. Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist AJ. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also. Da sagte ich zu mir selbst,
würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, es ist... Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Ja gut, Freunde, aber da jetzt erstmal bis zum nächsten Part. Hat mich gefreut, mit euch hier wieder zu spielen. Haut rein, macht's gut und tschüss.